Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und willkommen zurück zum versprochenen Update 22.2 Video, die Tsungmais Invasion. Ich finde es richtig cool gemacht, muss ich sagen, schon von Anfang an. Also man sieht jetzt hier, der Himmel hat sich hier auf jeden Fall farblich verändert. Das war davor eher ja, normales Dunkel und die Wolken waren normal weiß und jetzt ist alles so in diese wirklich Invasionsrichtung gegangen. Dass es von 20 Uhr bis 21.30 Uhr täglich startet, das stimmt schon. Da wird das Event zumindest aktiviert und die Portalpunkte werden dann ca. 20 Minuten später gesetzt. Zumindest ist es jetzt mal beim ersten Mal so. Hier sind jetzt quasi Punkte und natürlich die Reichsfarben geben an, wo man dann natürlich hin muss. Hier im Blau natürlich das blaue Reich. Und das Portal, muss ich sagen, ist auch schon mega cool designt. Und haben sie ein bisschen die normalen Portale ein bisschen aufgefresht. Zumindest sieht man mal solche Portale immer nicht. Und es geht jetzt dann gleich los, circa 5 Minuten noch. Ich habe 20 Uhr war ich pünktlich da, aber da hat es halt noch nicht gestartet. Somit gibt es heute eine Art Live-Video, kann man sagen. Und zu dem Zeitpunkt, wo natürlich das Ganze stattfand. Und ich bin echt gespannt, also es scheint echt dann so zu sein, dass man da reichsgebunden reingeht. Das finde ich so cool, die Idee. Weil das wird halt einiges lösen, was auch Metin 2 in Zukunft eher brauchen wird. Weil es halt nur noch vereinzelte Spieler gibt, die sich dann auch so, wenn man sie nicht so gut versteht, dass man dann halt trotzdem zusammenspielt, finde ich echt eine coole Lösung. Und ich bin jetzt gleich mega gespannt auf diese Sache. Hoffentlich wird es richtig cool. So, jetzt ist es dann gleich soweit. Der Hype ist real. Sind noch nicht so viele da, aber ich weiß auch nicht, ob man dann noch auch in anderen ja, Zeitpunkten rein kann. So, jetzt kommt hier schon die Meldung. Tsungmais Invasionsportal hat sich geöffnet und kann nun betreten werden. Ist noch bis. Okay, man hat also dann noch 3 Minuten Zeit reinzukommen. Jetzt betreten wir das mal. Es funktioniert. So. Null, wir sind auf Map 1, oder? Das ist tatsächlich so gehalten, interessant. Was ist jetzt das hier? Also ich weiß noch von gar nichts. Das heißt, das ist jetzt so ein, wirklich eine Art anderes Video, kann man mittlerweile sagen, weil es natürlich ein Forschungsvideo heute ist, weil ich von null eine Ahnung habe und auch nicht weiß, okay, da gibt es jetzt hier dann eine Quest. Die Quest zur Zerstörung des Tsungmais Invasionsportals wurde automatisch angenommen. Okay, also diese vielleicht für die Belohnungen oder so. Jetzt kommt's. Machtblüten sind in der Nähe des Invasionsportals erschienen. Nutze eine Blüte mit demselben Elementtyp wie das Gebiet, um einen Schadensbonus zu erhalten. Um das Invasionsportal zu zerstören, musst du zunächst alle Monster in seiner Nähe besiegen. So, ist das jetzt eine Solo-Aufgabe oder was macht man jetzt hier? Ne, hier sind schon die anderen. Aha, die waren jetzt nämlich im anderen Channel gar nicht dabei. Alter, wie cool. Was ist denn das? Eine Windblüte, die sieht ja lustig aus. Wow, holy. Das sieht ja richtig sick aus. Okay, also es wird sehr interessant. Ich sehe schon, die haben sich doch aus bisschen Mühe gegeben. Die Mobs sind tatsächlich, klar, das ist Copy-Paste, aber finde ich jetzt auch nicht so relevant. Die machen auf jeden Fall, ja, Schaden ist da. Es ist Yohara, weil wir schon Missschläge machen. Heilerzahn, lul. Fragmentkisten, gelbes Glanzfragment. Alter, ist ja richtig krank. Was kommt hier alles raus? Ist also auch so. Ah, und hier besiege die Monster. Da zählt es dann auch schon runter. Wolfskralle. Rostige Degenklinge, was ist das denn? Bärengalle Plus, das sind die ganz, ganz alten Gegenstände. Oh mein Gott, das ist lustig. Roter Ginseng Premium, also so eine bunte Mischung aus Upstuffs, aus alt und neu. Ich weiß nicht, mache ich das jetzt eigentlich richtig hier, dass man hier alles noch töten muss? Wahrscheinlich schon. Weil so ist ja eigentlich auch die Aufgabe, oder? Das Invasionsportal nimmt auch nicht ab. Und ja, sieht für mich mal so aus. Zusatzschlüssel. Also es ist wirklich ein richtig bunter Mix aus Upstuffs. Das kann man wirklich in dem Moment sagen. Machen die anderen was gut? Da gibt es diese Blüten.
Da müsste man die Aufgabe, aber das ist jetzt natürlich durch das ganze Yang. Normalerweise habe ich das in meinem Chatfilter auch ausgestellt, müsste man normal die Blüten töten. So denke ich es mal. Schau mal, wie es weitergeht und würde mich dann wieder... Ah, da kommt schon. Machtblüten sind in der Nähe. Jetzt müssen wir es nochmal lesen. Nutze eine Blüte mit demselben Elementtyp wie das Gebiet, um einen Schadensbonus zu erhalten. Achso, okay. Aber gut, welches Element ist das Gebiet? Das müsste man dann rausfinden, oder? Die Monster haben ja alle gar kein Element. Oder wie könnte man das erfahren? Weil hier gibt es ja dann nochmal ein Portal, hätte ich jetzt gesagt, oder? Ja, im Nationsportal gibt es also mehr. Graues Glanzfragment, gelbes Glanzfragment. WTF. Also das ist ja wahnsinnig, wie viel das droppt. Okay, also da ist das Itemshop-Angebot dann demnächst eigentlich auch nicht mehr wirklich wild. Wenn man hier so viel Zeugs droppt. Gut, wir werden das jetzt mal eine Weile lang machen und hoffen, dass wir hier irgendwie dann auch vorankommen. Dieses Gebiet steht unter dem Einfluss des Elements kein Element. Oh mein Gott, das hat dann einfach gar kein Element. Das heißt, es bringt einfach nichts. Kein Element. Oder ist es dann quasi, dass die Windblume zerstört wurde? Okay, wir haben es abgeschlossen. Erhalte die Belohnung im Questfenster. So, also es ist ja so, das, so eine Art von Video habe ich noch nie gemacht. Also so zwischen Live und... Also so ein Mix zwischen Video und Livestream mittlerweile. So, wo kriegt man das? Das ist Pferdefutter, das ist was anderes. Müsste das hier nicht sein? Irgendwo hier Zerstörung. Ah ja, tatsächlich. Verbleibende Monster 0. Ja, und dann? Müssen wir es wieder machen, oder wie? Oder müssen wir jetzt das Portal zerstören? Geht ja nicht, oder? Geht das? Nee. Noch nicht. Also irgendwie... Wir probieren es mal. Jetzt scheint es auch runter zu gehen. Also das andere, die Quest, das waren eine der täglichen, weil die Monster natürlich in dem Levelbereich 130 sind. Daher konnte man jetzt hier, das war eine der täglichen Quests. Jetzt geht es auch runter, also das Portal hat sich auch so vom Aussehen her verändert. Ja, das hat jetzt ein Schwert drin. Vorhin hatte es ein Schild, also das heißt, Schild heißt so ein bisschen Deffen, das heißt die Monster einfach töten und Schwert Portal angreifen. Und das geht so. Die Macht des Invasionsportals wurde geschwächt und es kann zerstört werden. Genau. Oh, ja, das ist natürlich dumm, wenn man dann nicht pottet. Genau. Aber, ja, man sieht, jetzt kann man den Itemfilter gut brauchen, wenn man das dann alles so einstellen könnte. Das wäre jetzt schön, dass man zumindest die ganzen alten Upstuffs nicht mehr aufsammelt. Das wäre ganz gut. So, nächstes. Also es ist schon ein Gewirr von Texten. Das muss man dazu schon sagen. Und ein Zungmai-Invasionsportal hat sich irgendwo in diesem Gebiet geöffnet. Öffne deine Übersichtskarte, um es zu finden. Also machen wir das jetzt hier fertig, oder? Denke ich mal schon. Hat sich hier ist nochmal eins, aber ist das, ja, es ist noch auf Angriff. Jetzt bin ich gespannt. Es fällt. Es gibt mal kein Loot und ein Yang. Das ist schon mal ganz gut. Das hat sich schon mal gelohnt. So, und jetzt wahrscheinlich zum nächsten Punkt, oder? Ich muss schon sagen, also die Blüten sehen schon ganz lustig aus. So, ja, wir sind ja jetzt hier in der gelben Map 1. Das heißt, hier wird wahrscheinlich wieder genau das Gleiche kommen. Also wieder dieses Portal besiegen. Das ist jetzt auf Death, das heißt, man muss die Monster töten. Und dann, wenn es wieder auf Schwert geht, also das Symbol da oben, auf Schwert geht, dann kann man wieder angreifen. Zumindest muss man dann die Texte dann mal so nicht lesen. Aber das scheint ja dann wirklich gut zu funktionieren und sind auch sehr viele blaue da, also echt super. So, jetzt hat es wieder gewechselt. Das ist quasi wieder auf Schwert. Also es funktioniert tatsächlich so. Ob da jetzt natürlich noch was mehr kommt, weil... Haben wir hier natürlich in der Stadtmitte noch eins und dann hier oben. Es funktioniert mal wirklich so, dass es... Oh, Titanblättchen. Ah, guck an. Da hat jemand schon Titanblättchen bekommen. Also, die scheinen wohl da rauszufallen, so wie es aussieht.
Und dann kommen die tatsächlich vielleicht aus diesen Portalen raus. Das ist natürlich dann ganz nice. Klar, da kommt es dann natürlich drauf an, geht es da jetzt mehr um den Damage, den man macht, oder um was geht es denn da natürlich? Das wäre wirklich interessant. Und was für Belohnungen es dann da gibt, das werden wir auch noch schnell schauen, ob das irgendwo dann sichtbar ist. Aber ja, wenn man das so zusammen macht, ist es natürlich schon eine coole Sache. Ob aus den Monstern diese Titanenblättchen natürlich kommen oder aus dem Portal, ich denke mal eher aus dem Portal. So sieht es mal aus, weil am Schluss ist jetzt eins rausgefallen. Da muss man vielleicht dann mal genau auf den Boden schauen. Der hat es nämlich gerade auch erstmal liegen lassen. Wahrscheinlich gar nicht gecheckt, dass es da rausgefallen ist. Aber ist dann schon cool. Dann macht man das jeden Tag mit den Leuten. Und wenn da immer einige zusammenkommen um die Uhrzeit, klar, dann macht es wieder Sinn, das später zu machen, weil wenn halt nur ein, zwei Leute morgens das machen, glaube, das wird dann eher so nicht zum Erfolg führen. Schwer ist es jetzt bisher nicht. Die Monster machen ein bisschen Damage, aber ich habe jetzt auch nicht die allerbeste Eichi. Aber so zusammen macht es dann schon Laune. Und wenn man da hin und wieder was bekommt, dann bin ich da bisher ganz zufrieden. Da hat es tatsächlich fester Knoten, Alter. Ich habe ein neues Upstuff gedroppt. Also es ist tatsächlich so. Also man droppt hier neuen Upstuff. Und da hat gerade auch jemand eine Monsterkiste gedroppt. Ich muss sagen, ich finde das Ding ganz schön cool. Also, dass man jetzt so seinen Gürtel dann letztendlich grindet und seinen Upstuff farmt. Muss schon sagen, da hat Websen sich was richtig Geiles einfallen lassen. Und ich bin richtig froh, dass ich das Video heute schon mache und dass halt so viele Leute dabei sind. Da guckt, aber also das ging ganz schön schnell. Jetzt hat Pro Night Day ein Titanblättchen gedroppt. Also die Portale droppen's und jeder kriegt irgendwas. Also ich find's cool. Find's richtig cool gemacht. Es gibt enorm viele Portale. Das heißt, nicht nur die Trophäen am Ende dieser Invasion sind tatsächlich dann gut, sondern auch schon die Portale, die man zusammen macht. Und das finde ich, tatsächlich habe ich das Prinzip bei New World so ein bisschen gesehen, weil die haben auch so eine Invasion und da kriegt man eben auch Münzen und Belohnungen. Und die haben das tatsächlich auch so gemacht, dass halt sehr viele aus einem Clan zum Beispiel das Ganze machen und hier hat man es eben aufs Reich bezogen. Und deswegen finde ich das echt eine coole Sache. Und es scheint wohl aus fast jedem Portal irgendwas dann auch rauszukommen und für die unterschiedlichsten Leute. Ich mache jetzt hier ganz sicherlich am wenigsten Damage, also so vom Gefühl her. Ja, gerade Körperkrieger werden eh mehr machen und die haben eh meistens die bessere Alchemie, weil ich ja auch nicht mehr weitergemacht habe. Also mit viel Glück kriegt man da natürlich auch hin und wieder was. Und wenn man einmal leer ausgeht, das ist ein Grind. Ein Mädchen immer schon so gewesen und wird auch immer so bleiben. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es cool gemacht, dass man auch mal als Reich was zusammen macht. Und es ist echt eine super Lösung für die allgemeine Mädchensituation, weil es ja eh schon recht wenig Spieler gibt. Und so könnte man in Zukunft mehr machen tatsächlich in die Richtung. Weil es dann halt wirklich dann auch viele zusammenspielen und dann ergibt sich automatisch eine Gruppe, die auch nicht zu schlecht ist, aber auch nicht zu gut, sondern aus einem guten Mix und da kann so gut wie eigentlich jeder da mitmachen, der auf Yohara spielt. Daher großes Lob an die Seite der Websen oder beziehungsweise der Gameforge für das Update. Also ich finde es cool gemacht. Wir werden das jetzt zu Ende spielen und dann mal schauen, was passiert. So, jetzt scheint es zu Ende zu sein. Also es waren jetzt vielleicht so sechs Portale, kann man sagen, denke ich mal. So sechs, sieben Portale. Und jetzt taucht hier so ein roter Punkt auf mit Invasionskommandant. Also das könnte jetzt schon. Ja, Invasionskommandant, das könnte jetzt schon das Ende sein von dem Ganzen. Oder, oh, das ist ein Boss. Ah, oh, krank. Was ist denn das? Kannst du seinen Schaden zufügen, wenn du unter dem Einfluss einer Machtblüte stehst? Das heißt, man tötet die Blüte und dann kriegt man extra Schaden dazu. Ui. Aber oh, der ist schon anders strong. Oh. Ja, das hat wahrscheinlich auch viel mit Ausweichen zu tun. Und der geht auch echt kaum runter. Also, wahnsinnig. Da muss man sich eigentlich fast eine Blüte holen, dass man. Ich weiß ja nicht, wie viel Prozent Schaden die Blüten gehen, aber das. Natürlich, getankt kriegt das wahrscheinlich keiner. Das sieht alles nach One-Hits. Ah, okay. So gut wie One-Hits aus. Natürlich, wenn man dann zwei Hits abkriegt, dann ist man wahrscheinlich weg, oder? Ah, nee, es geht sogar.
Ah, okay. Nochmal ein Schlag. Aber es scheint mal so zu gehen. Aber ich glaube, ohne die Blüten, nee, der hat sogar eine TP-Regeneration. Da ist echt die Frage, mit wie viel Mann muss man hier kommen, um den zu schaffen. Und ja, gut, fast ein One-Hit, gell? Ja. Ja, wenn man natürlich öfters getroffen wird. Ich bin mal gespannt, ob wir den überhaupt ein bisschen runterkriegen. Oh, was ich auch noch sagen muss. Zufallswiederbelebung. Was passiert ist? Du wirst an einem zufälligen Ort in diesem... Oh mein Gott! Das ist ja dann krank. Dann fehlt ja die Person, sobald man stirbt. Da muss man da wieder hinreiten. Das ist ja heavy. Okay, also das ist mal ganz andere Mechanik und da bin ich echt gespannt, ob wir den für das heutige Video überhaupt unterkriegen zusammen. Die Blüten, die despawnen halt auch relativ schnell. Gut, ein bisschen ist er jetzt runtergegangen, aber die TP-Regeneration, weiß nicht, wie hoch die dann wirklich ist. Und Frage ist, wie oft man dann überhaupt sterben kann und so. Das noch eine Rolle spielt, stand jetzt, glaube ich, nichts drin. Nee. Ah, okay, 10 Minuten hat man es noch. Also es geht auch ein bisschen schon auf Time, zumindest was die Portale angeht. Ja, das Problem ist natürlich, wenn ihn keiner getankt kriegt und dann man wegreitet, dann geht er halt hinter dem her. Die Attacken scheinen noch zu gehen, aber diese Attacke hier, die macht wohl echt kranken Schaden. Oder auch keinen. Blick's nicht ganz. Ja, okay, also es ist alles noch ein bisschen verwirrend. Okay, diese Wirbelattacke scheint dann wohl Schaden zu ziehen. Aber er geht mal runter. Aber das wird jetzt eine Weile lang dauern, da werde ich jetzt mal kurz pausieren. So, wir werden uns jetzt mal so einer Blüte nähern. Ich weiß nicht, ob man sich da nur nähern muss oder so, oder ob man die dann anhittet. Weil vorhin ist da jemand drin gestanden, ich mach das mal. Ob man dann irgendwie den Bonus erhält, ich weiß nicht. Töten kann man die ja irgendwie nicht. Das halt noch nicht, weil die Leute bleiben dann halt auch drin stehen. Muss man dann zur richtigen gehen? Auf jeden Fall leuchtet es dann über einen irgendwie so ein bisschen. Und dann kriegt man irgendwie wahrscheinlich den extra Damage. So sieht es mal fast aus. Weil alleine nur reinrennen und zerstören, da weiß ich noch nicht ganz, ob man da dann die passende finden muss. Aber jetzt gibt es da dann natürlich auch gar kein Element irgendwie. Ja. Nutze eine Blüte, das steht halt immer dran mit dem passenden Elementtyp. Ah, Xerxes hat mich hier eingeladen. Also Gruppen kann man dann auch machen, das ist auch okay. Und er scheint ja dann durchaus doch jetzt runter zu gehen. Also das mit den Blüten muss man auf jeden Fall machen, weil sonst kriegt man echt wahrscheinlich, macht man zu wenig Schaden. Oh, der zieht einen noch hin. Was? Oh, der macht doch Flächendamage. Also ist es doch nicht mehr ganz das, okay, das dauert dann auch kurz. Ui, und dann leckt es natürlich auch. Also den Fehler kenne ich eben vom Dämonenturm. Das ist natürlich weniger nice. Ah, okay, das ist dann nur für den Moment. Aber ja, es ist schon dann gar nicht mal so einfach. Muss ich mehr ausweichen. Aber das ist halt immer so am Anfang von was Neuem, da muss man halt das Handling lernen und dann dementsprechend weitermachen. Okay, die Gruppe geht dann auch zu. Oder ich bin rausgeworfen worden, eins von zweien. Weiß nicht, wie das dann hier in dem Dungeon ist, ob man da dann von vorne anfängt oder was man da dann macht. Man sieht auf jeden Fall die meisten, also es gibt schon hin und wieder diese Phasen, wo die Leute dann sterben teilweise. Weiß nicht, ob da auch FK-Step ein bisschen was hilft. Zumindest habe ich jetzt nicht mehr so viel Damage abgekriegt, aber ja, ein bisschen weniger als davor. Ausweichen kann man schon auch, da liegt schon der erste Lucys Ring. Oh, Verwirrung ist halt auch mit im Spiel. Also der ist schon andere Liga, der Boss tatsächlich. Also da braucht man schon einige Leute. Was ich aber auch cool finde, weil dann sieht man mal, das schafft man halt mal gut. Vielleicht gibt es so ein paar kranke Leute, die schon alles wirklich plus 15 haben und dann ist zu zweit oder zu dritt runterhitten. Vielleicht gibt es solche Leute, aber man braucht halt schon ewig. Und ich glaube, man hat da teilweise auch für die Portale nur eine bestimmte Zeit, bevor dann alle zugehen. Also das stand mal so dran. Weiß nicht, ob das dann jemand Duo oder Solo dann schafft oder so.
Aber ja, es sterben schon ein paar Leute. Also ich bin nicht der Einzige, das beruhigt mich ein bisschen. Ah, ich habe jetzt tatsächlich das Blütensymbol erhalten. Steht hier oben, Bonus, Schaden, kein Effekt. Eine Minute. Mal gucken. Ich glaube, der Effekt aktiviert sich dann halt immer wieder. Also da sieht man so kleine Blütensymbole dann tatsächlich, wenn der dann wirkt. Und ja, und das heißt dann, da muss man immer diese Blüten einsammeln und dann den Extraschaden abholen, dann den Boss damit killen. So ist jetzt relativ stacked, kann man sagen. Also da bin ich jetzt mal gespannt, ob der dann gleich auch einen Loot hat und was da dann so raustruppt aus so einem Boss. Aber insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, auf jeden Fall coole Sache. Okay, festes Seil plus wie viel Yang? Okay, 50k. Also ist jetzt nicht wirklich die Welt, gell? Also frage auch, ob das dann mit Doppeldrop noch besser wird, aber gut, kann man ja auch nie wissen. Aber coole Sache. Jetzt ist die Frage, wie geht's jetzt weiter? Ah, okay, hier abgeschlossen. Sungmal Invasionstruhe. Coole Sache. So. Diese Truhe kann beim Schließen, jetzt müssen wir nur abwarten. Genau, kann beim Schließen eines Sungmains erhalten werden. Du erhältst ein mächtiges Item, wenn du sie öffnest. Das hört sich schon wieder so cool an, aber die Frage ist halt wirklich, ob jetzt wirklich so, keine Ahnung, grüner Pott oder so rauskommt. Okay, 3, 2, 1, öffnen. Oha, ein Gegenstand verzaubern, krass. Da bin ich echt gespannt, was da dann alles rauskommt. Switcher ist gar nicht mal so mad, gell? Ist Itemshop-Gegenstand nicht schlecht. Also ich bin echt gespannt, das kann man sich wirklich täglich geben. Also so insgesamt gesagt, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie man jetzt dieses Thema mit den Trophäen noch bekommt. Also gibt es da, ja, die Quest ist klar, die Zerstörungsquest ist abgeschlossen, aber ist halt die Frage, ob man jetzt diese Trophäen noch erhalten hat. Weil die gibt es ja eben auch noch, womit man sich irgendwelche Belohnungen oder sowas holen kann. Außer damit ist vielleicht die Truhe gemeint. Das werden wir noch ein bisschen erkunden, vielleicht bis zum nächsten Video, weil das Video ist schon länger geworden. Aber es war halt auch schon wichtig, dass ich das zeige und es hat auf jeden Fall Fun gemacht. Cooles Update an sich, also dieser Dungeon oder diese Invasion. Die Art und Weise, wie das funktioniert, finde ich richtig cool gemacht. Da hat jeder was davon und echt gutes Update. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, ein Like und vielleicht guckt ihr bei Taolex, mein Nebenchannel, unten in der Videobeschreibung vorbei oder kommt auf meinen Discord und werdet Teil der Community. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.